Ja, Hallöchen. Viele kennen mich ja von Videos, wo ich irgendwas von mir gebe, wo ich zu irgendwas meine Meinung sage, wie man irgendwas machen könnte oder was ich so erlebt habe. Und ich erlaube mir, das mal zu verbinden und einfach mal ein bisschen was auch über das zu erzählen, was ich mache, zusammen mit meiner Partnerin Kirsten. Die Tankis, die wir bauen. Bei allem, was in der Welt so passiert, wenn irgendwie irgendwas anders oder besser werden sollte, fängt es bei jedem Einzelnen an. Und die Schwierigkeit bei vielen, auch bei mir, war jahrelang irgendwie überhaupt zu wissen, was ich will, was ich kann, dazu zu stehen, mich nicht klein zu machen. Und dann kam ich irgendwie zu dem Tanki bauen. Und jetzt ist mir mittlerweile eins klar. Die Tankis, die wir bauen, sind ein Schlüssel. Ein Schlüssel, die sich jedem ermöglicht, Kontakt zu seinem wahren Selbst einfach zu erlangen. Der Schlüssel ist eigentlich die Musik. Das, was wir bauen, sind halt die Tankis. Vielleicht hat der eine oder andere schon auf irgendwelchen Festivals oder sonst wo Trommelsessions erlebt, wo man selbst mitgetrommelt hat. Der weiß, glaube ich, was ich meine. Einfach mal so sein und im Takt sein. Oder auch vielleicht nicht im Takt, einfach nur im Klang. Und das hilft einem mal einfach alles rundherum zu vergessen und sich selbst mal wieder mehr zu spüren, seinen eigenen Takt mal wieder mehr zu spüren. Ich bin davon überzeugt, dass jeder in seinem wahren Selbst irgendwas mit auf diese Erde gebracht hat, wenn wir das nur tun würden, alles, dann wird das alles geil zusammenpassen. Und irgendwie funktionieren. Eine meiner Stärken ist zum Beispiel, zu solchen Gedanken einfach mal anzuregen. Und den Mund aufzumachen, ohne mich klein zu machen. Aber auch einfach die Musik. Und mit den Tankis, bei allem, was geopolitisch oder mit den Nachbarn oder in der Familie oder in der Beziehung oder in der Vergangenheit oder was kommen könnte, egal in welchem Bereich, es tut gut, einfach mal nur im Hier und Jetzt zu sein und so zu sein, wie man ist. Bei mir ist das jetzt gerade so, inklusive dem Labern. Und mit den Tankis kommt jeder, auch wenn man kein Musiker ist, man muss ja niemals mehr Takt richtig können, ganz leicht, zumindest mal für Momente zu dem Punkt, wo man alles loslassen kann, wo man die Chance hat, wenn man das öfter macht sogar, ja, wie ich eben gesagt habe, seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Takt mal wieder zu hören und zu leben. Wenn man nur schon anfängt, sowas, muss ja keine Tanki sein, Klangschale, was weiß ich, worauf ihr Bock habt. Tanki ist, will ich aber damit nicht unterbuttern, hallo, ne? Wenn man das regelmäßig macht, dann eröffnen sich Wege und man erlangt ein Gespür dafür. Und das ist es, glaube ich, nicht, dass jeder eine bestimmte Aufgabe mitbringt, aber jeder hat sein eigenes intuitives Gespür, was für ihn sich richtig anfühlt und was sich für ihn scheiße anfühlt. Ganz unbeeinflusst von aller Manipulation durch Medien, Einwirkungen, durch was weiß ich, Strahlen oder sonst was. Jeder bringt das mit auf die Welt und das ist bei jedem ein bisschen anders, aber ich glaube, in den meisten Sachen stimmen wir alle überein. Und jeder hat ganz für sich persönlich aber auch so ein Gespür mitgebracht. Und wenn das jeder wieder spürt und dem folgt. Fühlt sich's für denjenigen gut an. Tanki kann helfen. Wer Interesse hat oder auch mal am Reden, meldet euch. Und nicht wundern, ich mache jetzt nur noch Videos, wo ich Tanki spiele. Und eine Vision
die Friedensklangwelle. Ich hab's schon erlebt. Wo ich mit der Tanki in Saarbrücken ganz am Anfang, den allerersten, in der Fußgängerzone Straßenmusik gemacht hat. Und so der richtige Moment war, dann wirkt die Tanki nicht nur auf einen selbst. Ja, sehr schön. Friedensklangwelle um die Welt ausbreitet und die Leute einfach mal nur zusammen sind und zusammen vielleicht in den Takt kommen, wenn es nur für einen Bruchteil ist. Der Bruchteil wird vielleicht die Welt verändern. Alle anderen Instrumente auch mit eingeladen. Vor allem mit den Tankis geht's halt einfach. Einfach. Aber zusammen mit anderen ist natürlich noch geil. Danke fürs Zuschauen.